Jo, Music Man Beste, ganz wichtiges Thema, ne? Klar, wer, genau, bei wem sind Music Man Beste nicht wichtig? Stingray ist eines der bedeutendsten Modelle, die es gibt. Hier jetzt der Classic Stingray. Sehr bekannt natürlich passive Elektronik, aktive Elektronik. Genau, nachher aktive. Haben wir passive Elektronik. Ne? Genau, nachher haben wir passive. Hier haben wir erstmal aktive mit einem Zweiband-EQ. Klassik deswegen, weil er Zweiband-EQ hat. Und auch, wir haben hier unten die geilen Mute-Pads, wie wir sie von früher noch kennen. Mit Bird's Eye Maple Neck, der darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, der klassische Stingray. Und jetzt natürlich Neuheit hier, Music Man Goes Passiv. Genau, zum ersten Mal dieses Jahr Music Man Goes Passiv. Es gibt endlich was für die auf die Finger, die auch mal so ein bisschen Vintage-Ton dabei haben möchten. Wir haben hier das Modell Cutlass. Reiht sich ein in die ganze Modern Classic Collection, die dieses Jahr neu ist. Ein Offset-Humbucker. Jo. Genau, wie wir es kennen, man kann jeweils den oberen und den unteren Humbucker einzeln von der Lautstärke steuern und das ist es auch schon. Ganz genau. Ganz puristisch. Dasselbe natürlich hier auch mit Rosewood. Genau, hier haben wir den Caprice Bass. Der hat noch einen Inline-Humbucker mit dazu. Was die besser ausmacht, die sind schön schmal hier oben, schön vintage. Bisschen vergrößerte Kopfplatte, dafür nicht lackiert. Super geiler Ahornhals. Leicht und resonant auch, ne? Super leicht geil, und resonant sowieso, genau. Das muss es natürlich sein. Okay. Gut, klasse, super. Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich den Klassiker. Genau, hier haben wir jetzt was ganz Besonderes. Das ist der Old Smoothie 40th Anniversary Stingray. Das Original hat Leo Fender selber als Prototypen gebaut für Sterling Ball, für den jetzigen Besitzer von Music Man. Der steht jetzt, das Original steht jetzt bei Sterling im Büro, da kann man jetzt nicht dran, aber es gibt das als Neuauflage. Ja genau, man darf ja nicht, also muss ja auch sagen, Leo Fender hat Music Man gegründet. Ne? Genau. Ja, das ist die Historie, ist auch dann die Genetik der ganzen Bässe und auch der Gitarren steckt natürlich auch immer ein bisschen Fender dahinter. Genau, man hört Leo Fender natürlich auch in allem, was Music Man jetzt noch macht, irgendwo durch. Ja. Also die Gene sind auf jeden Fall da. Und das ist das, ja eigentlich schon fast so der erste Stingray, das... der Prototyp Nummer 26, den Fender so für Sterling gebaut hat. Damit ist Sterling quasi in den Feldtest gegangen, sollte den im Bandeinsatz ausprobieren und sollte halt checken, ist der okay, kann man das so machen. Ist gut geworden. Ganz witzig hierbei, wir haben hier 10 Pole Pieces für 4 Saiten, eigentlich ungewöhnlich. Kommt daher, weil Sterling Ball dann zu Leo Fender gesagt hat, wenn die Pole Pieces direkt drunter sitzen, dann kriegen wir Probleme mit den meisten Amps, die es so gibt. Wir steuern die zu heiß an, deswegen hat Fender dann gesagt, okay, komm, dann bauen wir die halt einfach. Jo. Bauen wir die halt einfach so. Da sind die Magnetfelder genau dazwischen. Was ganz witzig ist dabei, scheinbar hatte Leo Fender damals keinen Pickup-Cover, hat dann zwei von einem ganz normalen Humbucker genommen, hat die in der Mitte durchgeschnitten und hat die zusammengeklebt. Und das sieht man auch hier. Auch dieser Humbucker ist mit einem Klebestreifen zusammengeklebt. Sehr gut. Ganz cool, ja.